je. Ah. Burger. Bibop, bip. Und damit hey ho und willkommen zur nächsten Folge von Road 96. Ich weiß noch gar nicht, wen wir als nächstes jetzt hier treffen werden. Ich hoffe nicht den Taxi Driver, weil der ist ja creepy wie sonst was. Und ich glaube, ich muss die... Das Ding... Na egal. Wir spielen die Runde auf jeden Fall noch mit dieser Einstellung. Also die Mausempfindlichkeit. Das ist hier so... Wenn ich es mir genau ansehe. Belohnung. Rufen Sie 96-11-112 an, wenn Sie Informationen über den... Über den Funksender der Brigade haben. Okay. Und das sieht man nicht mehr. Aber es ist auch das, was ich verunstaltet habe. Hm, wir könnten mit dem Bus danach weiter. Ich habe aber immer noch so wenig Geld. Was aber vielleicht auch nicht schlecht ist. Ist da Essen? Nee. Ich weiß, wir sollen eigentlich da rein, aber ich kann ja mal gucken, was es hier so gibt. Guck, hier ist ein Lagerfeuer, ne? Also, vielleicht finden wir da drin noch etwas, was wir hier kochen können. Wäre vielleicht auch mal was anderes. Vielleicht hätten wir es auch riskieren sollen und diesen dreckigen Burger essen sollen. Diesen verrotteten. Bei Zoe. Aber nicht so wichtig. Hier ist auch nichts. Da ist noch ein Auto. Okay. Kann ich springen? Nee. Hm, komm schon. Schieb das Auto. Schade. Nee, geht nicht. Get your tapes and snacks here. Tapes and snacks. Der Typ ist ja eigentlich ein Tyrann, aber ich weiß nicht, ob ich das auch vandalieren will. Wir haben ja eigentlich schon angefangen. Versuchst du die Grenze zu überqueren? I am. Well, that's why I'm selling this stuff. Well, it's expensive to be a runaway teen. Oh, die Kassette hätte ich schon gern. Ich will aber erstmal gucken, wie viel es drin kostet. Kann ich noch mit ihm reden? Nee, okay. Da gucken wir erstmal, wie viel es drin kostet. Weil wenn es drin billiger ist, dann werde ich das drin kaufen. No alcohol will be served to anyone under... Okay. Hilfe. Kennst du den Busfahrer? Ich You should steal the creep manager's car keys. He keeps them in a room behind the diner. There's always stealing, kid. Geld? Was? Was bist du bitte für ein Erwachsener? Weißt du was? 60%? Ja. I look like a slot machine to you? Ja. Nee, du siehst ehrlich gesagt aus wie so ein keine Ahnung was. Als wärst du auch schon länger hier. On the road again. Pong. Liebe Pong. Pong? Ja, aber wir wollen Pong nicht spielen. Erstmal essen ist wichtiger. Oh, hier ist auch noch ein Typ. What can I do for you, kid? Irgendwelche Tipps für unterwegs? Don't get into a car with just anybody. Ja, ist ein bisschen spät dafür. Aber danke für den Tipp. Was bestellen? Getränk, Essen. Okay, das macht keinen Unterschied wegen Essen. Das heißt, ich werde Essen von draußen kaufen. Erstmal kurz beenden. Da. Hast du Tipps für unterwegs? Ja. CNRC. Run. Got it? Was ist ein VK? Verkehrskontrolle. Okay. Danke für nichts. Was kann ich bei ihm noch sagen? Irgendwelche Tipps für unterwegs? Ja, Geld. Gib Geld. Greg, I know we're all brigades here, but this teen is bothering me. Oh. Okay, gut zu wissen. Das sind Brigaden hier. Mhm. Okay, okay. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, auf welcher Seite die Brigaden sind, deswegen mache ich das mal nicht.
Aber ich würde gern erstmal Essen kaufen von dem Jungen. Wo ist denn der Junge? Da. Hey, ich kaufe dein Essen. Eigentlich will ich die Kassette haben. Aber... Sagst du auch irgendwas? Undankbar. Gut, dann da rein. Jetzt reden wir mal mit dem da. Pong? Ich liebe Pong. But only one of us can win, dog. The other must be sacrificed to the gods of Pong. Alles klar. Ich will nicht zuspielen. Ich will nicht spielen. Möge der Bessere gewinnen. Gut, spiel gerne mal gegen. Bitte lass mich. Okay. Isn't it the most beautiful thing you've ever seen? Natürlich. Tja. Ja doch. Schade, dass es hier nicht irgendwas gibt, was alles verschlummert. Hä? That's what I do to fools. Okay, es ging gerade nicht, ich schwöre. Oh Gott, Alter. Gut. Okay, okay. Homie sees how it is. Bro, du weißt Bescheid. Ja klar, ich weiß immer Bescheid. Aber worüber weiß ich jetzt Bescheid? Wie das Spiel funktioniert, oder? Ich wollte es nur spannend machen. Okay, das war Absicht, natürlich. Komm schon, ich will gegen ihn gewinnen. Ha! Yes! Ja. No one's ever beaten me. Ja. I'm gonna need a minute to process this. Okay. Oh ja. Schätze, ich hatte Glück. Defeat's hard to swallow. Luckily, burgers aren't. I make games, by the way. I've even sold some to this diner. But they screw me out of my rightful cut. Das tut mir leid. Petria, ain't no meritocracy. Don't worry, they'll get theirs. So. Hast du irgendwelche Tipps? Kennst du einen Weg? Wie kommt man am besten da rumherum? Depends on your fiscals. But word is, there's a psycho cabbie dude out there. Okay, ich merke mir schon, der Typ hat nicht meine Tassen im Schrank. Wenn er mich über die Grenze bringt, macht es mir nichts aus. Solange es um Flores stimmt. Ja. Maybe he'd get you across, but dead and stuffed in the trunk. Oh. Sorry. Homie went a little dark there. I just had an idea. Time to take what's mine. Come on. Ah, okay, eine Racheaktion. Klar. Er hat hier auch so einen Satelliten. Seht ihr das da? Ja, kannst du mal schneller laufen, Kind? Hast du noch ein bisschen Geld für mich? Nein. Okay. The job's simple. There's a room in the back where they keep their cash. I should be able to hack in. Es ist stehlen, aber auch nicht wirklich. Exactly, Home Slice. Das gehört ja eigentlich ihm, weil der wurde ja übers Ohr gehauen. B. Garde. Yo, this digicode is from the age of the dinosaurs. Kannst du es öffnen? I made some sexy digicode tech. One day, scientist gonna study my brain. Boom! What I tell you? Du gehst einfach da rein? Gut, okay. Alles gut. Oh man. Door closed behind us. Gonna re-trigger the digi-lock. Schloss aufbrechen, Schloss knacken. Öffnen. Bargeld nehmen. Es tut mir leid, okay?
Brigade verantwortlich für Anschlag. Alles darauf hin, dass die terroristische Organisation, die Schwarze Brigaden, für den abscheulichen Anschlag an der Mauer verantwortlich ist. Der weiße LKW, der den Einsturz verursacht hatte, gehörte Connie Samford 33, einem bekannten Mitglied der radikalen Organisation. Alles klar. Let's look for the dough. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... A lot of stuff in here. And it smells. Ugh, adults. Aber woher soll ich bitte den... Check the drawers. Oh. And the safe too. Duh. Schloss knacken. Kriegen wir das hin? Aber wir haben nicht das Zeug dazu. Also die Sachen dafür. Oh je. Thomas Carson, ein Mitglied der Brigade, der wegen Beihilfe zum Terrorismus verurteilt wurde, sagt, dass der Anführer der Brigade nie gefasst wurde und immer auf freiem Fuß ist. Als er nach Informationen über den Anführer gefragt wurde, gab Carson nur die Initialen der Person wieder, BW. Hold up. There's an article here on the attack. Bodies of certain brigades believed to be at the wall were never found. No way. My bio parents might still be alive. Hallo, ich will gerade darüber. Hä? Muss den Tresor öffnen. Use my tech. This article is important to me for personal reasons. Okay. Fähigkeit hacken. Okay. Nice. Oh, war so klar. I hear someone coming. Hide. Quiet. Al, have you been in the back room lately? Looks different, like someone's been back here. Yeah, I'll check. Just give me a second. Bad news. It's empty. Okay, I'll sit tight. Uh-huh. Okay, bye. Oh, no, 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 no! Hey, who's in there? Run! Hold on, just whatever you took, give it back. Bitte lass mich gehen. It's your lucky day, kid. Get out of here before I change my mind. Aber warum? Okay, was könnten wir jetzt machen? Da hinten ist ein Taxi. Sehe ich das richtig? Nee, ich müsste anrufen. Weißt du, wir haben jetzt schon so viele Sachen gemacht. Wir haben Trampen und alles. Wir werden jetzt einfach als nächstes mal die Kassette kaufen, weil ich die Kassette haben will. Und dann werden wir weiter mit dem Bus fahren. Obwohl, warte, ich sollte vielleicht erstmal gucken, wie viel es kostet mit dem Bus. $7, ja, geht klar. Gut. Dann kaufen wir uns die Kassette und dann verschwinden wir von hier. Hi, vielleicht reicht dir das Geld ja jetzt. Vor allem, wir müssen uns auch mal die Sachen mal anhören, aber wir haben nie wirklich die Möglichkeit dafür. Aber was ist denn mit dem Auto? Wir haben mit dem Auto halt schon angefangen. Deswegen wäre es vielleicht nicht so die beste Idee. Wir haben die... Stiehl die Autoschlüssel von dem Typen. Boah, das ist jetzt gefährlich. So, soll ich nochmal rein? Autoschlüssel hier irgendwo. Ich sehe hier keine Autoschlüssel. Ich sehe hier halt echt keine Autoschlüssel.
Gehen wir einfach wieder. Don't get into a car with just anybody. I do not. You should steal the creep manager's car keys. He keeps them in a room behind the diner. A room behind the diner. Da waren wir ja gerade drin. Das Problem ist, er ist jetzt da. Das heißt, wir können die Autoschlüssel nicht nehmen. Ach, schade. Hey, wenn ich da nochmal reingehe, tut er uns sonst was an. Okay. Komm, mit dem Bus. Als hätten wir nichts angestellt. Noch 310 Kilometer. Also das ist immer noch verdammt viel. Es fehlen noch drei Leute von diesen Dingern, die wir treffen müssen. Mal sehen, wen wir als nächstes treffen. Aber das war's natürlich für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser komischen Diner-Aktion da mit diesem Hacken und allem möglichen. Und die Frage ist halt, haben wir immer noch das Hack-Ding? Aber egal, das finden wir dann beim nächsten Mal heraus. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.